Und nun ist der Herr Abgeordnete Kaijan Krein am Wort. Bitte. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Kollege Hanger hat gerade den Beweis erbracht, dass es in Österreich tatsächlich Parallelgesellschaften gibt, nämlich das vollkommen faktenbefreit. Über Meinungen kann man diskutieren, aber wie der Kollege Hanger hier und die ÖVP so tut, als ob Fakten nicht Fakten wären, ist mir ein Rätsel. Aber es ist der Beweis, dass Sie hier in einer Parallelgesellschaft leben, vielleicht sogar in einer Parallelwelt, in einem Paralleluniversum. Aber das ist uns ja nicht neu, weil wir kennen Sie ja schon lange vom Untersuchungsausschuss. Im Dezember 2019 haben die sozialdemokratische Parlamentsfraktion gemeinsam mit den NEOS ein Verlangen eingebracht, einen Untersuchungsausschuss hier einzusetzen über die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Wir haben ja durch das Ibiza-Video, durch diese 6 Minuten, wurde ein Sittenbild gezeichnet, das jedenfalls Teile der Politik, und das haben wir alle in Österreich gesehen, und wir waren alle erschrocken über die Bilder und über die Worte, die wir gesehen und gehört haben, dass jedenfalls Teile der Politik bereit sind, für Macht, für Einfluss alles zu verkaufen. Gesetze, das Wasser, alles. Und wir wollten schauen, ob das jetzt nur Theorie war oder ob die Kurz-Strache-Regierung auch in der Praxis käuflich war. Und das Resümee ist relativ einfach. Das Wort mutmaßlich müssen wir streichen. Ja, die türkis-blaue Bundesregierung war käuflich. Und das... Und das ist an einem einfachen Beispiel illustrierbar, nämlich die Art und Weise, wie mit den Privatkliniken umgegangen wurde von diesen beiden Fraktionen. Wir haben eine Spende an die FPÖ von einem Privatklinikbetreiber und wir haben das SMS von Strache an diesen Betreiber. Was für ein Gesetz soll ich für dich ändern? Und wir haben auf der ÖVP-Seite eine weitaus höhere Spende, sogar 2 ganz hohe Spenden. Und wir haben das E-Mail des ÖVP-Betreibers, habe beiliegenden Gesetzesentwurf mit Blümel und Löger abgestimmt und er wurde so beschlossen. Und das hat bedeutet für den ÖVP-Betreiber mehrere Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Mitteln aus öffentlichen Geldern. Das sind Fakten, das ist ganz klar, ja, sie war käuflich. Und ganz ehrlich, es gibt bereits eine erstinstanzliche Verurteilung, wo schon festgestellt wurde, ja, diese Bundesregierung war käuflich und ich persönlich glaube, es werden weitere kommen. Wie war das mit dem blauen Teil? Ja, das Bild, das Strache und Godenus abgegeben haben, im Ibiza-Video, das hat sich in den Akten wiedergefunden. Das wurde bestätigt. Dieses Fokussieren und Konzentrieren auf Postenschacher, auf Gesetzesverkauf, auf Spendensammeln am Rechnungshof vorbei und das Konzentrieren nicht auf die Probleme von Österreicherinnen und Österreichern, sondern dubiose Oligarchenprojekte und dergleichen. Es ist gut, dass die 2 nicht mehr in der Politik sind. Das hat die Qualität der Politik erhoben. Es sollten nur andere ihnen folgen. Zur türkisen Seite, mit der wir uns auch sehr intensiv beschäftigen mussten aufgrund der Aktenlage, gibt es allerdings auch einiges zu sagen. Das, was wir hier gesehen haben und gefunden haben, ist ein System kurz, das man relativ einfach charakterisieren kann. Das erste ist Familie. Es gehören nicht alle zur Familie, aber die, die zur Familie gehören, bekommen eine besondere Förderung. Du bekommst eh alles, was du willst, sagt Kurz an Schmidt, und bekommen auch den Schutz der Familie. Das heißt, Familie ist ein wesentlicher Teil dieses System Kurz. Das zweite ist, dass dieses System Kurz, das absolute Umfeld, er selbst und sein Umfeld, absolute Kontrolle haben wollen. Wer in welchem Ministerium arbeitet, wer in welchem Kabinett arbeitet, was er dort macht, wer Kabinettschef ist, wer Generalsekretär ist, was in einem Gesetz drinsteht. Am Ende entscheidet Kurz und sein Umfeld alle diese Fragen. Und das sehen wir auch, wie er diese Parallelstrukturen aufgebaut hat über die Generalsekretäre,
aus den SMS, wo der Generalsekretär im Finanzministerium, der ÖVP-Generalsekretär Schmidt, über seinen eigenen Minister schreibt, sonst glaubt er, er kann hier Sachen selbst entscheiden. Er kann hier nichts entscheiden, weil entscheiden tut Schmidt als der ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium und Kurz. Die entscheiden und der Minister entscheidet hier gar nichts. Und genauso sehen wir das selbst in der Übergangsregierung aus dem Chat zwischen Pilnacek, dem ehemaligen mächtigen Sektionschef, und der damaligen Kabinettschefin in der Übergangsregierung, wo sie vereinbaren, dass nicht der Minister informiert wird, aber die Privatperson Kurz, die zu dem Zeitpunkt nur Wahlkämpfer in der ÖVP-Chef waren. Das sind Fakten, wo wir sehen, dass hier die absolute Kontrolle dieses türkisen Netzwerks von Kurz und seinem Umfeld ausgehen und alle rechtsstaatlichen Institutionen einfach ausgeblendet werden. Und die Informationspflichten und die Art und Weise, wie diese Republik aufgrund unserer Gesetze, die wir hier beschließen, funktionieren sollte, ausgehebelt wird. Das ist das, was Fakten sind und was man nachlesen kann, wenn man sehen will. Wir sehen eine absolute Abgehobenheit dieser türkisen Clique. Also reisen wie der Pöbel, sich wie die Tiere anstellen müssen am Amt. Das sind alle anderen, sie nicht. Die türkise Clique steht über den Menschen, alle anderen stehen darunter. Diese Abgehobenheit sehen wir und selbst wenn diese Menschen sich treffen und auf unsere Kosten, auf die Kosten von den Staat, von den Steuerzahlern feiern, mit Gläsern auf Passanten werfen, gibt es keine Konsequenz. Die Kosten werden irgendwo vom Steuerzahler bezahlt. Das ist die moralische Verfasstheit und die Abgehobenheit dieser Gruppe. Und besonders erschreckend ist die Art und Weise, wie mit Macht umgegangen wird. Und ja, das ist Machtmissbrauch, das wir sehen. Wenn die römisch-katholische Kirche die Kurzregierung kritisiert für die Asylpolitik, passiert Folgendes. Kurz gibt den Auftrag ans Finanzministerium, innerhalb von 36 Stunden will ich die genaue Liste haben über alle Steuerprivilegien der Kirche. Dann schickt er den ÖVP-Generalsekretär dorthin zur Kirche, damit er ihnen vorrechnet, was sie alles jetzt mehr Steuern zahlen müssen, wenn sie nicht spuren. Was schreibt er noch vor diesem Termin? Er schreibt, ja, bitte, Vollgas geben. Ja, bitte, Vollgas geben. Das sind die Worte des Herrn Kurz an den ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium, bevor er hier die Kirche einschüchtern sollte. Und die vermeintliche Erfolgsmeldung vom Herrn Schmidt, nämlich die Kirchenvertreter waren total fertig, zuerst waren sie rot, dann blass, dann zittrig. Wie kommentiert das der Bundeskanzler? Danke vielmals, super gemacht. Da sehen wir, wie mit Macht umgegangen wird und wie mit Macht hier missbraucht wird. Bis heute hat der Bundeskanzler kein Wort dazu gesagt in der Öffentlichkeit und hat nicht erklärt, was er gemeint hat mit ja, bitte Vollgas geben. Ich weiß, da rufen Sie dazwischen, aber das zeigt Macht und Machtmissbrauch dieser Gruppe. Wir sehen die Spenden und auch die Dankbarkeit, die wie in amerikanischem Stil Spenden eingehoben wurden von den oberen 10.000, wie die gestückelt und verschoben wurden, um sie möglichst lang von der Öffentlichkeit zu verbergen und wie dann auch die Dankbarkeit war. Nicht nur an die Privatklinikbetreiber, aber auch an die Privatklinikbetreiber hat man die Spende genommen und hat nachher seine Dankbarkeit gezeigt. Das gehört auch zum System Kurz dazu. Diese Gruppe um Kurz fühlt sich auch unantastbar, will sich nicht kontrollieren lassen. Wir haben das ja alle erlebt, wie sie über 20 Monate lang diesen Untersuchungsausschuss versucht haben zu behindern. Begonnen hat es ja damit, dass sie versucht haben, den Untersuchungsgegenstand zu zensurieren. Das wurde vom Verfassungsgerichtshof übrigens abgelehnt. Die Grünen waren da leider dabei. Und der Verfassungsgerichtshof, diese Fakten ignoriert der Kollege Hanger und die ÖVP sehr gerne, hat in seiner Kenntnis hineingeschrieben, der Untersuchungsausschuss ist zur Gänze rechtlich zulässig. Dieser Satz steht im Erkenntnis drin, dann haben Sie es nicht gelesen. Sie leben in einem Paralleluniversum, wir wissen es, das sind die Fakten, zur Gänze zulässig. Die ÖVP hat versucht, durchgehend
zu verhindern, indem sie Erinnerungslücken hatten, indem sie die Aktenlieferung verweigert hat, indem sie höchstgerichtliche Erkenntnisse verweigert hat. Bis zur Exekution durch den Bundespräsidenten musste es kommen. Bis zur Exekution, einmalig. Da sehen Sie, mit welcher Missachtung diese türkise Truppe gegenüber dem Rechtsstaat und den Institutionen auftritt. Sie halten sich für untastbar. Und das Schlimmste ist, wie diese türkise Truppe versucht, einen Staat im Staat aufzubauen. Wir wissen das aus den Ministerien, wir wissen das aus dem Innenministerium, dem Finanzministerium, wir wissen das aus dem Justizministerium, aus dem Bundeskanzleramt. Und wir haben auch klar gesehen, wie sie versucht haben, das auch bei der Österreichischen Nationalbank und bei der Finanzmarktaufsicht zu machen. Und wir wissen, dass hier an allen rechtsstaatlichen, an allen Regeln, die wir hier beschließen, vorbei Macht ausgeübt wird in diesen Institutionen. Und das ist mehr als erschreckend, was wir hier gesehen haben über die Art und Weise, wie das funktioniert. Er wurde dann abgedreht vorzeitig. Das muss man sagen. Wir waren nicht fertig, nein. Jetzt wird an und für sich das große Schreddern beginnen. Die Grünen haben immer gesagt, es kommt nicht zum großen Schreddern. Ich werde heute mit meinen Kollegen Hafenek und mit der Kollegin Crisp einen Antrag einbringen, um dieses große Schreddern zu verhindern. Nämlich, dass die Akten, die jetzt zurückgestellt werden an die Ministerien, nicht vernichtet werden dürfen, sondern die Minister aufgefordert werden, die aufzubewahren und einem neuen Untersuchungsausschuss wieder zur Verfügung zu stellen, damit wir hier weiterarbeiten können. Das ist auch eine Nagelprobe, ob das, was die Grünen noch vor wenigen Wochen gesagt haben, auch passieren wird, nämlich ob sie dem großen Schreddern hier zustimmen oder gemeinsam mit uns hier verhindern. Es gibt auch das Volksbegehren, das ich unterstütze, weil die Zivilgesellschaft einfach gesehen hat, wie hier von der Strache FPÖ und von der Kurz-ÖVP hier agiert wird, wie der Staat hier missbraucht wird und wie wir hier mehr Kontrolle brauchen für diese Macht und für diesen Machtmissbrauch. Und es ist gut, dass es das gibt. Ich will auch an dieser Stelle mich bedanken. Ich will mich nicht nur beim eigenen Team und bei den eigenen Abgeordneten, Kollegen und Mitarbeitern bedanken, sondern ausdrücklich auch bei allen anderen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses von allen Fraktionen und auch die Mitarbeiter der anderen Clubs. Ein Untersuchungsausschuss ist eine sehr anstrengende, sehr zeitaufreibende Tätigkeit. Das ist Großartiges, was alle hier leisten, was den persönlichen Einsatz betrifft. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für alle drei Verfahrensrichter. Wir hatten ja nicht nur zwei, sondern drei. Und für die beiden Verfahrensanwälte, für deren Mitarbeiter, für die gesamte Parlamentsdirektion, nämlich die gesamte Parlamentsdirektion vom Parlamentsdirektor, genauso wie die Hausarbeiter, die Damen und Herren vom Reinigungsdienst, vom Sicherheitspersonal. Das ist eine extreme Anforderung, die hier alle haben. Vielen Dank an alle, dass Sie unsere Arbeit hier derartig unterstützt haben. Ich glaube, das ist etwas, was man anerkennen sollte. Wir haben normalerweise immer ein kleines Dankeschön gehabt. Das hat die Compliance-Abteilung verboten, dass wir uns gemeinsam auch als Abgeordnete bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Parlamentsdirektion. Deswegen sollte man das zumindest hier von dieser Seite machen. Zum Abschluss kann ich nur eines sagen. Die Aufklärung hört nicht auf. Die Arbeit im Parlament hört nicht auf, weil nach dem Ausschuss ist vor dem Ausschuss. Vielen Dank. Tatsächlich ist es so, dass die Akten nach Ende eines Untersuchungsausschusses vernichtet werden müssen. Oppositionsparteien wollen das verhindern. Und in Interviews mit dem Hohen Haus vor einigen Monaten haben auch Hanger und Tomaselli von der ÖVP und von den Grünen angedeutet, dass es vielleicht nicht dazu kommen muss.